Wir alle kennen das leidige Thema. Man hat frisch eine Karriere im EAFC-Karrieremodus gestartet oder auch in der Vergangenheit noch in den FIFA-Teilen. Und schon nach kurzer Zeit wird das Ganze irgendwie total unrealistisch, einfach nicht mehr spannend und man hat gar keinen Spaß mehr dran. Das kann man ändern. Ich gebe euch einige Tipps in einer großen XXL-Folge Tipps und Tricks für mehr Spannung und mehr Realismus in deiner EAFC-Karriere. Und damit auch Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu diesem kurzen Infovideo, das vielleicht gar nicht so kurz wird, aber trotzdem für das, was inhaltlich alles drankommt, wahrscheinlich verhältnismäßig komplett komprimiert ist. Um gar nicht so viel Zeit zu verschwenden, starten wir jetzt dann auch direkt rein. Wenn euch das Video gefällt, lasst super gerne einen Daumen nach oben da. Wollt ihr sowas öfter sehen? Lasst mich natürlich in den Kommentaren wissen und habt auch ihr Tipps und Tricks für mehr Spannung und mehr Realismus in einer EAFC- oder FIFA-Karriere. Schreibt für uns komplett zusammen natürlich auch als Community in die Kommentare, sodass jeder von euch neben den Tipps im Video auch noch eure Tipps in den Kommentaren sehen kann. Und um nichts mehr zu verpassen, gerade solche Videos in Zukunft, aber natürlich auch Karrieremodus-Videos, Sprint-to-Glory, Sprint-to-Glory-Showdown etc. pp. Kostenlos abonnieren. Habt ihr weitere Tipps, die ihr mir nicht unbedingt hier in die Kommentare schreiben wollt, sondern gerne auch auf Instagram, dann könnt ihr mir auf Instagram folgen, kostenlos. Der Link dazu in der Videobeschreibung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben nicht so viel Zeit zu verlieren, denn wir starten direkt rein mit Punkt Nummer 1. Klingt vielleicht etwas einfach, ist aber tatsächlich komplett underrated, denn meistens hat man das gar nicht auf dem Schirm. Ihr seid bei der Vereinsauswahl und für euch geht es darum, mit welchem Team starte ich in eine Karriere rein. Und ich empfehle euch immer, sucht euch Teams aus, die auch mit eurem, ich sag mal, Sympathielevel irgendwo auf Augenhöhe sind. Für mich selber, ich bin natürlich erster FC Köln-Fan. Ich liebe den FC. Ich liebe aber auch grundsätzlich Traditionsvereine, so aus neutraler Sicht. Finde ich super cool, mit sehr viel Fans, mit einfach geiler Stimmung. Da macht mir das Ganze einfach schon 100-mal mehr Spaß, weil ich mich genau in der Fankultur auch sehe. Ganz egal, ob in der ersten, in der zweiten oder auch in der dritten Liga, gibt es ganz viele Teams mit unfassbar viel Tradition. Ja, Dynamo Dresden, bestes Beispiel vielleicht auch hier, aber was wir in der zweiten Liga auch gesehen haben, Nürnberg. Und das sind nur wirklich minimale Aufzählungen von ganz, ganz vielen. Kann ich euch auf jeden Fall nur mit auf den Weg geben. Man kann ja auch mit einem echten Trainer spielen. Es gibt zwar gerade in der ersten deutschen Bundesliga außer Edin Terzic nichts anderes, aber es gibt dafür in der dritten Liga unter anderem Trainer, die man natürlich auswählen kann. Markus Anfang, Dynamo Dresden, bestes Beispiel. Vielleicht gerade hier. Wir haben Pavel Dotschew bei Erzgebirge Aue, wir haben Michael Kölner beim FC Ingolstadt und alle anderen natürlich auch, was sofort alleine aufgrund der Trainerauswahl natürlich auch Realismus mitbringt. Kommen wir zu den Karriereeinstellungen und da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Zum einen natürlich die Spielschwierigkeit. Passt das auf jeden Fall auf euer Level an. Ja, nicht sagen, hey, ich bin eigentlich ein Ultimativspieler, geh aber auf Legende rein. Nein, bleibt auf Ultimativ, kämpft euch rein, fokussiert euch genau auf dieses Gesamtrating, auf diesen Schwierigkeitsgrad, um dann natürlich auch gemessen an eurem Level, an eurer Qualität das Beste rauszuholen. Glaubt mir, das macht unfassbar mehr Spaß. Genauso in der Halbzeitlänge habe ich immer 4 Minuten früh gespielt, aber oftmals geht das Spiel einfach viel zu schnell rum. Ich habe das Gefühl und auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass man mit 5, vielleicht sogar 6 Minuten deutlich besser bedient ist. Aktiviert auf jeden Fall auch den Europapokal, das kann man super gerne machen. Die Übernahme finanziell würde ich komplett außen vor lassen. Verhandlungshärte kann man gerne auch auf streng stellen. Dann kann man zum Beispiel keine Spieler von den typischen Rivalen holen, was ja auch nicht ganz so unrealistisch ist. Denn auch in der Realität kommt das wirklich nur ganz, ganz selten vor. Internationale Jobangebote ist immer mal wieder vielleicht so ein bisschen reizvoll, weil man sagt, hey, ich hätte irgendwann mal Bock, eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Aber auch hier, erfahrungsgemäß, geht man viel zu sehr in die Materie mit der Nationalmannschaft und vernachlässigt komplett die eigene Trainerkarriere, weil man dann immer wieder, ja, einfach Bock hat auf das nächste Nationalmannschaftsspiel, man simuliert nach vorne, verliert komplett den Fokus aus den Augen und hat irgendwann nur noch Bock, typischer Nationaltrainer zu sein, was dir aber nicht Sinn einer solchen typischen Trainerkarriere ist. Deshalb das hier auf jeden Fall deaktivieren. Transferfenster kann man aktiviert lassen, aber aktuell auch, die Sommertransferphase liegt ja erst kurz hinter uns, bedeutet also auch hier, ist es nicht ganz so abwegig, einfach mal zu sagen, ich deaktiviere das erste Sommertransferfenster, denn ja, auch in der Realität gibt es gerade keine Möglichkeit, Transfers zu tätigen, denn das Sommerfenster ist geschlossen, wir haben alle Transfers, sind auch hier dann in FIFA auf dem gleichen Stand wie in der Realität und können also genau da weiter anknüpfen. Sind wir dann in der Karriere angekommen, gibt es ja seit neuestem das Taktikkonzept. Das können wir auf jeden Fall festlegen, könnt ihr auch später machen, aber wieso nicht direkt zu Beginn? Ihr wählt auf jeden Fall mal euer Konzept, ganz egal, was ihr für eure Mannschaft am besten seht. Ich finde einfach Gegenpressing immer ganz interessant, wir wählen einfach mal das aus. Da könnte man jetzt tatsächlich auf jeder Position bis zu 2, vielleicht sogar manchmal mehr Coaches verpflichten. Ich gehe aber immer eigentlich nur mit einem, so mindestens 4 Sterne, einmal im Torwartspiel, Abwehr, Mittelfeld und Angriff. So seid ihr, egal ob Top-Talente, absolutes Mittelfeld oder auch Routiniers, immer ganz gut aufgestellt, spart euch in den Entwicklungsplänen deutlich mehr Wochen und somit können sich auch eure Routiniers vielleicht sogar nochmal verbessern oder im Gegenzug zumindest nicht verschlechtern und auch die Top-Talente werden immer mehr ihr Potenzial ausschöpfen. Thema Vorbereitungsturnier. Ihr seht, ich habe mich jetzt mal für 1860 München entschieden, das ist aber einfach völlig zufällig jetzt gewesen, ist eine coole Mannschaft, cooler Traditionsverein, super Fans und ich finde es an der Grünwalder Straße auch echt super, auch wenn es das nicht offiziell gibt, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Hier, ganz wichtig,
wichtiger Appell von mir, wählt nicht immer automatisch das Turnier mit dem höchsten Preisgeld, sondern geht einfach auch mal rein und schaut, gegen welche Teams hättet ihr mal so richtig Bock selber zu spielen, denn auch das ist ein ganz, ganz heißer Tipp von mir, spielt die 3 Spiele im Vorbereitungsturnier auf jeden Fall selber. Glaubt mir, ihr lernt euer Team kennen, ihr wisst, welche Spieler will ich verkaufen, welche Spieler will ich behalten, wo gibt es vor allem noch Baustellen, was muss ich in der Transferphase noch über die Bühne bringen und vor allem auch, über welches Spielsystem will ich dann kommen. 3 Spiele, die ihr genau passend dafür nutzen könnt, um natürlich euer Spielsystem selber zu entwickeln, zu verbessern und immer mehr und immer besser einzustudieren. Ist man dann in der Teamzentrale, geht es oftmals ja erstmal ran, erstmal alle auslaufenden Spielerverträge zu verlängern. Aber auch hier, Tipp von mir, macht das nicht immer direkt zu Beginn. Das hat einen Grund, warum die Spieler oftmals keinen langfristigen Vertrag haben. Das kann sich im Laufe einer Saison noch ändern, aber trotzdem, 1 Jahr Vertragslaufzeit gibt für euch und auch für den Spieler erstmal ein bisschen mehr Freiräume. Natürlich kann man sich vielleicht auch mal verzocken, aber ihr müsst jetzt nicht auf Krampf rein und sagen, Winkler und Kocic, die bei mir eigentlich vielleicht gar keine Rolle spielen, will ich auf jeden Fall verlängern. Nein, denn auch ablösefreie Abgänge sind gerade in einer solchen Liga in der dritten bei 1860 München absolut gang und gäbe. Das ist Planungssicherheit. Man spart sich dann bei einem Abgang auf jeden Fall das Gehalt. Man nimmt natürlich kein Geld ein, logischerweise bei einem ablösefreien Abgang. Aber ey, es ist absolut realistisch, Spieler so zu verlieren, wenn man die Verträge nicht verlängert. Im Umkehrschluss aber kann man sagen, ich gehe jetzt vielleicht mal mit einem Winkler. Ich will den auf jeden Fall auch langfristig an mich binden, aber er muss auf ein bisschen Gehalt verzichten. Dann macht er das und dann kann er sich langfristig an euch binden. Es gibt ja auch Spieler mit Freigabesummen. In dem Fall Finn Lackenmacher. Ja, 1,3 Millionen Marktwert. Er ist noch recht jung, hat eine 66, ist vielleicht sogar noch einer der Shootingstars. Bei 2 Millionen Freigabesummen ist das aber unfassbar viel Geld, gerade für die Münchner Löwen, weshalb ich die jetzt in dem Fall tatsächlich mal drinnen lassen würde oder vielleicht sogar erhöhen. 2 Jahre, gut 3 Jahre hat er jetzt hier noch Vertragslaufzeit. Das ist alles noch in Ordnung. Ist ein Verein bereit, aktuell jetzt 2 Millionen zu zahlen? Nehmen wir das Geld ein, haben natürlich einen Verlust zu verklagen, das ist ganz, ganz klar, aber haben dann auch wiederum Geld, um das zu reinvestieren für eine neue Sturmspitze. Denn auch das macht irgendwo aus. Ein Lackenmacher ist mit Sicherheit einer, der kam aus der Jugend hoch, der fühlt sich bei 60 wohl, der ist auch einer, auf den man auf jeden Fall setzt, aber der weiß auch, sportlich habe ich hier vielleicht nicht unbedingt die beste Perspektive, könnte mir ein anderer Club geben. Wiederum aber profitieren wir von 2 Millionen, eher von einer besseren sportlichen Perspektive, heißt in der Verbund, oder in dem Verbund ist es auf jeden Fall eine 50-50-Sache, eine Win-Win-Situation. Er ist aber weg, wir machen aber das Geld. Ihr wisst, was ich meine, finde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz wichtig. Die Rolle im Kader kann man auch oftmals nur so bedingt selber beeinflussen. Er ist halt einer der Besten, vermutlich will er Schlüsselspieler sein, aber geht vielleicht hier auch erstmal mit wichtig rein. Bei ihm ist das dann auch möglich, bedeutet, er ist nicht gleich auf 180, wenn er mal nur auf der Bank sitzt. Glaubt mir, das hat ganz, ganz viele Vorteile. Ihr vermeidet so viele Probleme. Die Teammoral bleibt damit aufmerksam und auch er selber sagt, wenn er mal auf der Bank sitzt, ist nicht so schlimm, er meckert nicht direkt. Das wäre anders, wenn er wirklich Schlüsselspieler wäre und wenn er dann irgendwann kommt und sagt, hey, warum bin ich Schlüsselspieler, sitze aber auf der Bank, da gibt es nur unnötig Stress und die Moral leidet definitiv darunter. Er hatte ja einen Marktwert hier von so guten 1,3 Millionen. Er hatte dann eine Freigabesumme von 2 und man könnte ja realitätsgetreu vielleicht sagen, wenn du bei uns bleibst, dann aber nur, wenn vielleicht eine Freigabesumme drin ist. Ja? Er hat die Sicherheit, irgendwann aus dem Vertrag rauszugehen, wenn ein Vertrag natürlich so läuft, dass ein Verein kommt und sagt, hey, ich zahle die 3 Millionen, wir würden das Geld einnehmen. Er parallel verzichtet vielleicht auch noch ein bisschen auf Gehalt. Das ist dann wirklich wieder eine Win-Win-Situation. Genauso ist es auch. Und dann ist es eine absolut realistische Vertragsverlängerung. Sind wir dann in unserer Startelf angekommen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, eure Formation so anzupassen, wie ihr das Ganze wollt. Und nächster Tipp von mir, geht nicht immer nur bedingt auf das Gesamtrating und stellt immer die besten Spieler gemessen am Gesamtrating auf. Nein, geht einfach auch mit den Spielern, wo ihr euch selber beim Spielstil einfach am wohlsten fühlt. Wenn jetzt beispielsweise ein Starke oder ein Starke hier auf dem rechten Flügel richtig gute Arbeit leistet und ist im Umkehrschluss besser hier als einen vielleicht Schröter, der im rechten Mittelfeld ausspielen kann, dann kann man auf jeden Fall einen Starke spielen lassen. Das gleiche gilt in der Defensive hier bei Quadwo. Da kann man anstelle von einem Lang vielleicht reingehen, auch wenn der vielleicht so ein typischer Jungspund ist, den man mit 21 ranführen kann. Aber vielleicht kommt ihr mit dem einfach nicht zurecht. Vielleicht aber ist er auch absolut im Formtief. Ein Quadwo muss zwangsläufig auf die Bank, weil ein Lang einfach auch besser performt. Dann kann man auch da natürlich rotieren. Das ist ganz, ganz wichtig, denn auch nur so bleibt die Teammoral ganz oben, da wo sie sein soll, um dann im Kollektiv natürlich auch das Maximale an Leistung auf dem Platz abzurufen. Geht's für euch dann auf den Transfermarkt, kann ich euch sagen, Rückholaktionen sind manchmal echt richtig geile Dinger, denn das bringt so eine typische Nostalgie, das bringt einfach wieder das typische Fußballmärchen irgendwo hervor. Man wird nostalgisch, es ist einfach geil, es macht einfach Spaß und man kann vor allem auch natürlich mit Tauschdeals arbeiten. Seid euch da nicht zu schade drum, Spieler, die ihr vielleicht gar nicht braucht, dann tauscht einfach mal, geht vielleicht auch mal mit einer Weiterverkaufsgebühr rein oder verbindet auch das wiederum mit einer Leihe und eventueller Kaufoption. Auch das ist durchaus nicht mehr ausgeschlossen. Es funktioniert zwar nicht immer, aber die Möglichkeiten sind natürlich da. Realistische Transfers
sind das A und das O. Und natürlich auch hier nicht nur am Gesamtrating messen. Vielleicht gibt es ja auch mal auslaufende Spielerverträge, sodass man dann hier einen absoluten Schnapper machen kann oder später im Winter den Spieler dann per Vorvertrag ablösefrei für die künftige Spielsaison schon zu holen. Also, ihr habt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Unabhängig davon könnt ihr natürlich auch sagen, wir schauen doch einfach mal bei den freien Spielern. Jetzt sind wir aber hier in der dritten Liga bei 1860 München, die ja natürlich schon auch irgendwo gucken, dass man vielleicht mit deutschen Spielern geht. Deshalb suche ich freie Spieler, dritte Liga. Gut, das bringt natürlich hier nichts, aber wir gehen auf freie Spieler, wir gehen auf die Nationalität und gucken einfach mal, ob man die Möglichkeit hat, dass man deutsche Spieler findet. Wenn wir die Suche starten, sehen wir hier erstmal Spielerscouting. Nee, gibt es nichts. Aber auch nur, weil wir im ersten Jahr sind. Später wird sich das mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ändern und ihr könnt auch daran gemessen auf jeden Fall realistische Transfers tätigen. Kauft auch nicht nur die typischen Top-Talente, die allesamt unter 20 Jahre alt sind. Schaut gerne auch mal bei den Routiniers. Ganz ehrlich, die sind oftmals völlig unterm Radar, aber sind sich finanziell eigentlich nicht zu schade, bei euch zu spielen. Vor allem spart ihr euch ganz viel Geld. Der andere Verein bleibt vielleicht auch gar nicht mehr mit denen und bei euch können sie nochmal so, ja, zum Spätherbst ihrer Karriere richtig aufspielen. Vergleicht auch mal die Transferstrategie eures Clubs mit dem in der Realität. Denn jetzt als Beispiel, 1860 München setzt ganz, ganz viel auf Jugend. Dann kann man natürlich auch die Jugend so ein bisschen mit einbeziehen. Man hat ja von vornherein hier direkt erstmal einen dicken Scout-Abschlussbericht. Da sind vielleicht ein paar vielversprechende Talente mit dabei, aber auch hier, großer Tipp von mir, verpflichtet nicht so viele Jugendspieler, denn die haben offiziell kein Gameface, die sind natürlich nicht offiziell beim Verein, können vielleicht mal so der ein oder andere als absolute Identifikationsfigur von der Jugend bis nach ganz oben mit dabei sein, aber oftmals entwickeln die sich einfach so stark alleine durch Positioning-Change, dass irgendwann der Realismus einfach kleingeschrieben wird und das bringt zwangsläufig die Motivation nicht unbedingt, das fördert nicht, deshalb auch hier erstmal alle Spieler einfach freigeben, ja, außer es wäre einer dabei, wo ihr sagt, hey, auf der Position hat man sowieso Bedarf, da will ich was machen, dann kann man vielleicht hier mal einen Josu Kwon mitnehmen, muss auch nicht immer das beste Potenzial sein, ganz und gar nicht, ihr seid nur in der dritten Liga, nehmt den einfach mal mit, Manu Vera von mir aus auch noch, aber dann sollte sich das Ganze einfach so ein bisschen reduzieren, nicht ganz so übertrieben, glaubt mir, auch wenn man immer mal wieder Jugendspieler mitnimmt, das ist auch nicht verboten, holt ruhig auch mal vereinzelt ein paar, verkauft die vielleicht auch mal, verleiht sie dann wiederum oder bindet sie mit in eure Mannschaft ein, aber nicht so, dass ihr 20 Jugendspieler in eurem Kader habt, das bringt nichts für den Karrieremodus. Also bringt es schon, aber nichts für den Realismus und dafür sind wir ja heute hier. Gibt es vielleicht auch Gerüchte in der Realität, laut Transfermarkt.de als Beispiel, wo man sagt, hey, 1860 München hat Interesse an den und den Spielern, dann könnt ihr auch sagen, hey, die packe ich doch auch einfach mal hier auf meine Liste, weil ich dann vielleicht auch schon so ein bisschen prophylaktisch, vorbeugend, nachhaltig auch irgendwo genauso arbeiten kann, wie das der Club in der Transferphase in der Realität tut. Wir alle kennen die Ziele des Vorstands und wir alle wissen auch, dass das Manager-Rating natürlich eine gewisse, ja, ein gewisses Gewicht einfach hat, denn wenn das nicht funktioniert, dann kann man schneller weg vom Fenster sein, als man sich das denkt. Aber auch hier, es ist nicht immer realistisch. Manche haben die höchste Priorität, manche die mittlere, manche eine sehr niedrige, aber trotzdem haltet euch irgendwo bedingt ein bisschen dran. Manche Sachen sind total unrealistisch, aber einfach das Ziel abhaken, nehmt euch die Punkte fürs Manager-Rating mit, habt dann in der Saison über einfach weniger Stress und könnt dann ganz gemütlich weiterschauen, wie es weitergeht. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist zwar irgendwo manchmal ein bisschen nervig, aber da kurz ein paar Minuten Zeit mit verbringen und schon habt ihr für das Jahr eigentlich ausgesorgt und habt gar keine Probleme mehr. Die meisten von euch kennen so FIFA. So kann man einfach wirklich genau das Spielerprofil raussuchen, filtern, was man möchte. Aber wenn man das nicht zur Verfügung hat, kann man trotzdem mit dem globalen Transfernetzwerk arbeiten. Ihr habt eure Scouts und könnt bis zu 6 insgesamt einstellen. Habt dann, wenn ihr auf R1 geht, eure Aufträge. Ich habe jetzt einfach mal gemacht hier 30 bis 40 absoluter Routinier mit einem Vertragslaufzeit, maximal einem Jahr. Trifft auch auf den nächsten Auftrag zu, allerdings deutlich jünger von 22 bis 28 und ich will einen Innenverteidiger, ganz egal wie viel Vertragslaufzeit da noch da ist, bei 25 bis 27 im Alter und genauso könnt ihr auch hier bis zu 6 Aufträge zeitgleich reinstellen und in den Scouts könnt ihr sagen, hey, du gehst jetzt beispielsweise nach Deutschland, du in die Niederlande, du in die Schweiz, einer nach Frankreich, Italien, Spanien, in den Ländern, wo ihr einfach sagt, da wäre es interessant und vor allem halt auch realistisch, dass euer Verein dort einkauft. Ist absolut unterbewertet, wirklich komplett unterm Radar, nehmt euch ganz viel Arbeit ab und ihr simuliert ja eh sowieso nach vorne und der Scout, der Co-Trainer im Hintergrund arbeitet einfach parallel für euch. Wir sind mal ganz kurz in der La Liga unterwegs und ihr seht, bei gefühlt 90% der Spieler ist eine Freigabesumme mit dem Vertrag. Gut, hier kommt es jetzt vereinzelt mal nur vor, in der Realität sind sogar 100% aller Spieler in der La Liga, die tatsächlich eine Freigabesumme im Vertrag haben. Das ist manchmal bei 1 Billion, das ist bei 150 Millionen bei einem Spieler, der gefühlt nur 20 Millionen an Marktwert hat, aber das ist dort einfach von der La Liga selber vorgegeben, dass man eine Freigabesumme im Vertrag haben muss. Nehmt ihr jetzt einen Verein in der La Liga, kann ich euch wirklich nur empfehlen, verpflichtet Spieler auch und stattet sie immer mit einer Freigabesumme aus. Das kann man ja auch einmal pro halbem Jahr
irgendwie verbessern, verlängern, wie auch immer. Vielleicht auch einmal pro Jahr nur, je nachdem, wie es euch am besten reinpasst. Aber bringt natürlich auch so das nötige Realismus-Thema mit, weil es ja in der Realität ganz genauso ist. Vielleicht kriegt ihr das bei Barca immer mal wieder mit. Die verlängern mal wieder einen Spieler, ja, wieder mal mit einer Freigabesumme, die wieder mal völlig utopisch ist. Die wird zwar niemals gezogen oder in den wenigsten Fällen, aber trotzdem, es ist halt einfach so eine Vorgabe der La Liga und von daher könntet ihr genau dem gleichen dann auch so ein bisschen nachgehen. Geht eure Saison los. Unabhängig vom Vorbereitungsturnier empfehle ich euch, spielt die Spiele selber. Ja, ihr könnt rotieren, Halbzeitlänge 4, 5 oder 6 Minuten. Ja, macht einfach verschiedene Systeme. Passt euer System vielleicht auch mal dem Gegner an. Trefft ihr jetzt hier auf einen Absteiger aus Sandhausen, die natürlich eine gewisse Qualität haben, vielleicht sogar mal eher defensiver spielen, mit einer Dreier- respektive Fünferkette im Ballbesitz der Gegner. Ein Aufsteiger aus Münster kann man vielleicht aber auch mit einer Dreierkette und dann einer Fünferkette im Mittelfeld oder einer Viererkette und mehr offensiven Spielern auf jeden Fall angehen. Ist ganz, ganz wichtig. Sage ich euch nicht nur so, sondern es ist einfach so und bleibt da auch bitte dran. Man kann vielleicht mal vereinzelt ein paar Spiele simulieren, aber glaubt mir, es ist einfach ganz, ganz wichtig, eigentlich jedes Spiel zu spielen. Ob man Bock hat oder nicht, es bringt so unfassbar viel Mehrwert. Glaubt mir das. Habt ihr eure Spiele gespielt? Bitte lasst es dabei. Wir kennen es ganz oft. Man geht in ein frisch gespieltes Spiel, liegt nach 2 Minuten gefühlt 1-0 hinten. Nach 10 Minuten kommt das nächste und man denkt sich, was ist hier heute los? Ja, ganz einfach. Man könnte sich da raushelfen, indem man das Spiel neu startet. Macht das aber nicht, denn ihr könnt euch jetzt schon drauf verlassen. Eure Aggression, die vielleicht vorhanden ist, ist im nächsten Spiel noch immer da. Und vor allem ist es halt nicht real, ja, weil ihr einfach das Spiel wiederholt habt. Ganz egal, ob ein Finalspiel, ganz egal, ob irgendein normales inmitten einer Saison. Bleibt da einfach dran. Spielt das Spiel zu Ende. Man darf auch mal verlieren. Genau das bringt ja auch den Realismus und die Spannung und die Motivation für ein weiteres Spiel wieder mit. Läuft's ganz gut, ist es immer schön. Ja, aber ihr müsst nicht aufsteigen oder Erster werden mit 20, 30, 40 Punkten Vorsprung. Nein, das ist total unrealistisch. Ein richtiger Kampf um die Platzierung, ganz egal in welcher Tabellenregion, ist so unfassbar wichtig. Und wenn man auch hier mal gegen Ulm verliert, gegen Freiburg unentschieden spielt und die nächste Niederlage gegen Dresden da ist, dann habe ich 2 Wochen Vorbereitungsphase, um mich gegen den Sportclub aus Fair so richtig zu beweisen, rauszukämpfen aus dieser Krise. Wir kennen es alle. Wir haben alle früher selber Fußball gespielt, im Garten. Wir waren alleine vor dem Tor und haben uns vorgestellt, es steht 0-0, Weltmeister, Finale in der Weltmeisterschaft. Wenn ich jetzt treffe, dann habe ich Deutschland gegen Brasilien als Beispiel zur Weltmeisterschaft geschossen. Ja, und genau das muss natürlich nicht in dem Ausmaß und nicht mit ganz so viel Fantasie über die Bühne gehen. Aber stellt euch einfach vor, ihr seid jetzt in der Krise, in dem Fall. Der Vorstand sagt schon, ey, da muss jetzt ein bisschen mehr gehen. Die Fans sagen schon, ist das der richtige Trainer? Ja, es ist der richtige Trainer, weil ihr jetzt mit Push reingeht, weil ihr jetzt gegen Fair gewinnt und weil ihr jetzt zusammen mit dem Club, mit der Mannschaft, mit dem Team, mit dem Verein, mit allem drumherum auf jeden Fall zusammenarbeitet und raus aus dieser Krise kommt. Sagt ihr aber dann, hey, ich habe jetzt aktuell gar keinen Bock mehr, egal ob es gut läuft oder auch nicht so gut. Manchmal hat man einfach nicht mehr die Motivation. Ja, dann spielt nicht bis ins Unermessliche. Glaubt mir das. Es muss nicht sein. Bleibt einfach dran. Sagt, hey, komm, ich gehe jetzt vielleicht in ein anderes Game. Ich gehe vielleicht mal raus. Ich mache was ganz anderes und schalte dann am nächsten Tag wieder rein. Oder vielleicht im Laufe der nächsten Woche. Oder vielleicht auch in ein paar Stunden schon wieder. Keine Ahnung. Aber glaubt mir, Pausen sind ganz, ganz wichtig. Ihr müsst nicht immer durchzocken. Irgendwann gibt es einen Durchhänger. Das ist ganz normal. Das ist aber überall so. Ob in der Schule, ob auf der Arbeit, in der Ausbildung, was auch immer ihr tut. Ihr kennt es doch selber. Es gibt positive Phasen, es gibt negative, es gibt Durchhänger. Man braucht Pausen. Das gehört auch hier beim Gaming mit dazu. Wechselt was ab, macht was anderes, macht den Kopf wieder frei und dann habt ihr auch umso mehr Motivation, wieder das nächste Mal reinzugehen. Wirklich. Glaubt mir, es ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn man in dem Moment vielleicht auch denkt, ah, ich habe nichts anderes zu tun, ich will weiter zocken, irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Nein, Controller liegen lassen, halbe Stunde, Stunde später reingehen, das macht ganz viel aus. Und dann habt ihr wieder neuen Elan, neue Energie und könnt wieder neu eingreifen. Ihr könnt im Laufe einer Karriere unabhängig natürlich vom Schwierigkeitsgrad eure Regler anpassen. Auf welche ich jetzt aber spezifisch eingehen möchte, sind die Verletzungshäufigkeit und die Verletzungsschwere. Das bringt tatsächlich deutlich mehr Realität mit oder Realismus. Das habe ich so auch nie auf dem Schirm gehabt, war aus der letzten Episode ein Kommentar von euch. Denn in der Realität braucht man einen breiten Kader. Der ist auch hier zwingend gefordert, wenn sie Spieler verletzen. Und das tun sie zwangsläufig mehr, wenn ihr von 50 auf 70 in der Verletzungshäufigkeit geht. Das zumindest ist jetzt mal meine Einstellung. Ihr könnt das jederzeit anpassen. Ich gehe dann aber für das, dass ich hier auf deutlich höher gestiegen bin, hier nur auf 5 mehr in der Verletzungsschwere. Denn die Spieler dürfen sich mal verletzen, die dürfen sich auch mal schwieriger verletzen, auch mal schwerwiegender, aber jetzt nicht so, dass wirklich jede weitere Verletzung 3, 4, 5, 6 Monate andauert, denn das wiederum wäre dann unrealistisch. Schaut einfach, dass ihr hier so das perfekte Mittelmaß findet. Es dürfen sich Spieler auch verletzen, man muss diese auch kompensieren. Ganz egal, ob Topstars, ob Shootingstars, ob Top-Talente, Backup-Spieler, was auch immer. Glaubt mir, in der Realität hat gefühlt jeder Verein Verletzungspech, egal ob in der Startelf, auf der Bank oder bei den Reservisten. Man hat immer mit Verletzungen zu kämpfen und auch das ist dann gleich
kleines Problem für euch hier, aber eins, was absolut realistisch ist. Das wär's dann auch von meinen Tipps. Fragt mich nicht, wie viele das waren. Auf jeden Fall deutlich über 20. Ich dachte, ich pack mal alles mit rein, was ich so irgendwo mal auf einer Liste aufgeschrieben hatte und was ihr auch zuletzt unter dem Video noch in der FIFA 23 Karriere-Tipps und Tricks-Folge gewusst habt. Also, danke dafür. Schreibt weiter fleißig Kommentare auch hier. Seid einfach zusammen als Community. Alle, die das Video bis hierhin gesehen haben, Kuss und Liebe geht auf jeden Fall raus. Ihr könnt ihr gerne mal Hashtag Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben, wenn ihr bis dahin geschaut habt. Und alle die, die noch irgendwelche Kommentare, irgendwelche Tipps und Tricks haben, die das Ganze realistischer und spannender machen, schreibt es bitte unten rein. Soweit so gut. Wir sind am Ende angekommen. Es hat doch ein bisschen länger gedauert, aber es ist einiges für euch mit dabei. Und von daher wünsche ich euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.